Ja, wir erzeugen einen Sekt namens Pinot Chardonnay. Das ist ein Sekt, der gerade in heißen Sommertagen sehr viel Spaß macht. Es ist ganz trocken, ganz präzise, ganz klar. Es sind eben drei Burgundersorten drin. Pinot ist ja der Begriff für Burgundersorten. Das heißt, wir haben weißen Burgunder, Chardonnay und Pinot Noir. Der wird weiß gepresst. Also die ganz klassische Cuvée, auch vergleichbar der klassischen Champagner-Cuvée. Und ähnlich ist auch in dem Stil hier ein Sekt angestrebt, der nicht zu cremig sein sollte, der eher erfrischend sein sollte, der die Burgunderaromen transportiert. Und der Pinot steht eher in etwas gehaltvolleren Böden, also in tiefgründigeren Böden. Das heißt, dort ist etwas mehr Wasser. Pinot-Burgundersorten brauchen etwas mehr Wasser. Sie sind sehr fruchtbar. Während Riesling sich extrem wohlfühlt in sehr kargen Böden, braucht Burgunder etwas fruchtbare Böden, die aber auch mit einem hohen Steinanteil eben den Weinen sehr viel Struktur geben und sehr viel Aromatik. Und bin sehr glücklich damit. Es ist ein großer Sekt. Und wir haben in der Saar eine lange Sektgeschichte. Und genau an diese Sektgeschichte möchten wir anknüpfen.